immer schwer zu sagen vor die Gruppenphase, weil wer den Champions League Sieger werden will, aber ich denke trotzdem, dass Real wieder dieses Jahr Favoriten sind. Real Madrid hat jetzt zweimal hintereinander die Champions League gewonnen. Ich denke, sie haben aber auch dieses Jahr wieder recht gute Chancen und würde auf Real Madrid tippen. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden. Zweimal ist schon sensationell hintereinander, das zu schaffen. Mein Geheimfavorit ist dieses Jahr Paris, die sich, glaube ich, sehr sinnvoll verstärkt haben. Gerade mit Neymar jetzt ein Spieler, der wirklich Spiele allein entscheiden kann und der vielleicht diesen Unterschied dann ausmachen kann. Ja, wird sicher halt wieder ein Wörtchen mitreden. Ja, es wäre ein bisschen langweilig. Vielleicht wirklich mal mit Juve, die letzten Jahre auch ein bisschen Pech hatten, beziehungsweise dann im Finaltag nicht so den optimalen Tag erwischt haben. Wäre es zu gönnen auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall auch um die Krone mitspielen.